Morgen ein bisschen laut oder geht? Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht gehört. Nicht, dass er wieder geschützt wird. Du hast das Ding an, ja? Ja, hab ich vor 10 Minuten schon gesagt. So, Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in den heiligen Hallen. Ja, seit langer Zeit mal wieder endlich ein technisches Video von uns und auch ein sehr besonderes Video von uns, denn es geht heute um Elektromobilität. Das liebe Autohaus Azad Weber hat uns den neuen e-tron Sportback zur Verfügung gestellt über ein komplettes Wochenende, damit wir das Teil mal ausgiebig testen können. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an den lieben Christoph, der uns das Ganze hier ermöglicht hat und das Ganze organisiert hat, dass wir das Teil hier mal testen können. Ja, es soll eigentlich nicht so ein technisches Video werden, also wir werden natürlich diverse Eckdaten von dem Fahrzeug erzählen. Allerdings wollen wir wirklich mal testen, ob das vielleicht auch was für so junge Kütz wie wir ist. Ne? Also naja, so jung bist du noch nicht mehr. So jung bin ich auch nicht mehr, ich bin mittlerweile 31 geworden. Gefühlte 19, sage ich immer wieder gerne. Ja. Allerdings ist das wahrscheinlich vom Kaufpreis eh nichts für uns. Das Ding bewegt sich oder die Teile bewegen sich im Schnitt so um die 80.000 Euro. Das ist jetzt ein e-tron Sportback S-Line. Der kostet um die 84.000 Euro. Allerdings wollen wir jetzt einfach mal testen, ob uns so ein Fahrzeug überzeugen kann, ob es wirklich alltagstauglich ist, ob es Spaß macht. Das ist natürlich der Hauptgrund für uns, weil wir sind natürlich die ganze Zeit eigentlich überwiegend mit Sechszylindern oder Achtzylindern unterwegs. Und da wollen wir natürlich auch mal gucken, ob uns so ein E-Teil hier überzeugen kann. Wir sind auch noch nie Elektro gefahren, ne? Wir sind auch noch nie wirklich Elektro gefahren. Wir sind mal mit einem guten Freund, mit einem Tesla mitgefahren. Das war natürlich von der Beschleunigung her brutal. Und da wollen wir mal gucken, ob das der e-tron auch schafft. Ja, jetzt erstmal zum Fahrzeug. Das Autohaus Azad Weber hat das Teil natürlich meiner Meinung nach in der schönsten Optik, die es so gibt für das Teil, konfiguriert. All black, also ist wirklich alles schwarz, was in dem Teil ist. Die ganzen Zierleisten, der Grill vorne, die ganzen Einsätze, die Blenden, das ist bei anderen Modellen meistens in irgendeinem Mattchrom gehalten. Und hier ist wirklich alles schwarz und sieht meiner Meinung nach am besten aus. Wir sind generell so die schwarzen Typen, ne? Fabian? Wie man sieht. Ja, der Lack an sich, ich als alle Lackierer, habe mich natürlich auch schlau gemacht. Da ist LY9T drauf, Mythos Schwarz, ist jetzt keine Neuheit. Das ist schon auf den alten A3s oder A4s drauf gewesen. Ist halt schwarz, ne? Braucht man die Welt auch nicht neu zu erfinden. Ja, wo fange ich an? Wo hören wir auf? Die erste Besonderheit, die wahrscheinlich jedem ins Auge sticht, sind schon mal die Außenspiegel. Das sind keine richtigen Spiegel, sondern sind Kameras. Zusätzlich hat das Teil natürlich hier auch noch einen kleinen Außenblinker drin. Und diese Kameras nehmen... Ah, was ist mein Zündung an, ne? Nee, es funktioniert auch so. Die Kameras nehmen natürlich das optisch auf, was du normalerweise in einem Außenspiegel sehen solltest, gell? Und wird dann projiziert in den Innenraum auf diese kleinen Bildschirme. Haben wir einmal links hier beim Fahrer einen Bildschirm und haben hier drüben einmal rechts noch einen Bildschirm, wie man jetzt hier unseren wunderschönen Feuerlöscher sehen kann. Hat den Grund bei Audi, dass der CW-Wert verbessert werden soll, weil der Spiegel oder die Kamera natürlich deutlich kleiner ist als jetzt hier so ein Riesenspiegel. Allerdings glaube ich eher, dass das so eine technische Spielerei ist, um halt mal wieder was Neues erfunden zu haben, weil ich glaube nicht, dass der CW-Wert das jetzt rausreißt. Und diese Bildschirme hier, die müssen ja zum Beispiel auch beschromt werden, genauso wie die Kamera, wie der Außenblinker und so weiter und so fort. Also Ersparnis dadurch hat man, glaube ich, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das jemals mal irgendjemand getestet hat. Mit Sicherheit. Ich finde es auf jeden Fall extrem schwachsinnig und man muss auch extrem umdenken beim Fahren. Also wir sind vorhin schon mal ein Stück gefahren. Man hat ja normalerweise die Draufsicht so flach auf den Außenspiegel und wenn man jetzt hier die Tür schließen würde, hast du wirklich den Spiegel oder den Display so zu dir geneigt. Das heißt, du siehst ja wirklich, was auf der Seite hinter dir passiert. Allerdings musst du im Kopf wirklich so ein bisschen umdenken, weil du bist ja eigentlich gewohnt, so auf dieses Bild zu schauen und hast dann trotzdem immer noch so ein bisschen Probleme, damit klarzukommen. Zudem im normalen Fahrbetrieb guckst du automatisch, wenn du in den Seitenspiegel gucken willst, guckst du immer hier zur Fensterscheibe raus. Merkst dann, oh, da ist ja gar nichts. Dann musst du erstmal einen Blick nach unten senken auf diesen Display. Also da vergehen schon einige Sekunden, die so einen Crash vermeiden könnten. Gell? Aber ich gehe mal davon aus, wenn man so einen Teil über Wochen fährt, gewöhnt man sich mit der Zeit ja auch daran. Ja, Fabian, wo machen wir weiter? Das ist aber keine Neuheit, ne? Die Audi da. Das ist keine Neuheit. Nee, aber ja. Trotzdem wollte ich es mal erwähnt haben. Ja. Ja, das ist der Audi e-tron Sportback. Das ist der Nachfolger von dem Audi e-tron Quattro. Besonderheit, die haben das Dach hinten flacher gemacht. Quasi ist das Auto bis zur B-Säule noch dasselbe wie das Vorgängermodell und ab hier bis hier hinten haben die das Dach vom A7 eingesetzt. Das ist hier hinten deutlich flacher, haben jetzt im Innenraum auch weniger Platz, ich glaube 2 cm
zur Kopfhöhe haben sie da weggenommen. Spart allerdings vom CW-Wert auf die gesamte Laufleistung, oder wir haben mehr Reichweite dadurch, 10 Kilometer. Ne? Ob sich das lohnt für 2250? Sieht aber sportlicher aus. Sieht sportlicher aus. Aber allein dieses kleine Gimmick, dass das Dach jetzt hinten flacher ist, kostet 2250 Euro mehr Aufpreis. Würde ich bezahlen. Würdest du bezahlen? Ja. Gut. Also abgesehen davon, dass ich mir sowas nie leisten könnte wahrscheinlich, aber... Ja, es ist halt, keine Ahnung, es ist sowieso eine Autoform, die ziemlich tricky ist, gell? Das ist so eine Mischung aus Coupé und SUV, also ein höher gelegtes Coupé. Was auch sehr interessant ist, gehen wir nachher nochmal drauf ein, dass du das Teil verschiedenen Fahrdynamiken hoch und runter fahren kannst. Also da ist ein Luftfahrwerk drin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe noch nicht geguckt, ob das jetzt Luft ist oder ob das irgendwie elektronisch oder hydraulisch gesteuert wird. Auf jeden Fall können wir das Teil von der Höhe verstellen. Ja, sonst optisch finde ich halt, dass mittlerweile jeder Audi irgendwie so ein bisschen gleich aussieht. Gell? Ob das jetzt ein A4 ist, ein Q7, Q8, ein Audi TT, also die haben alle irgendwo ein bisschen schon die gleiche Grundform drin, aber sieht wirklich auch in dem Schwarz mega brutal aus. Ja, Fabian, soll ich erst noch mal ein bisschen was erzählen zum Auto oder wollen wir erst mal ein Stück fahren? Ne, ich würde sagen, wir haben jetzt einmal so schön hier stehen, oder? Können wir noch was erzählen, meinst du? Ja. Ja, zum Laden ist auch ganz interessant. Wir haben einmal eine Ladebuchse auf der rechten Seite hier, die hier mit einer elektronischen Haube abgedeckt ist, finde ich sehr schick. Allerdings habe ich auch schon zu Fabian gesagt, wir kommen ja aus dem Unfallgeschäft eigentlich und wenn es hier mal einen richtigen Crash gibt, gell, das hier dann alles einzustellen und das dann wieder alles heile zu machen, ist wahrscheinlich mega kompliziert. Ja, und auf der linken Seite haben wir das dann auch nochmal. Ich gehe mal davon aus, dass das einfach so gemacht worden ist, je nachdem, mit welcher Seite man an der Ladesäule parkt, dass man dann nicht das Problem hat, wenn man jetzt normal an eine Tankstelle fahren müsste mit einem Verbrenner, an welcher Seite habe ich denn eigentlich meinen Tankdeckel? Hier ist das völlig Wurst, wir haben auf beiden Seiten einmal einen Deckel zur Stromversorgung. Ja, und Audi liefert da zwei Kabelsätze mit, einmal für den täglichen Hausgebrauch. Das sieht dann quasi so hier aus. Einmal haben wir einen Anschluss für die Starkstromsteckdose und hier den Stecker für das Auto. Ist wirklich mega easy. Wir stecken das Ding einfach rein und das Ding lädt vollautomatisch. Zum Rausziehen müsst ihr allerdings beachten, hat Fabian schon drangehangen wie so ein Stier. Das funktioniert nicht, dass ihr das einfach rausziehen könnt. Ihr müsst dann wirklich wahrscheinlich in dem Beisein des Schlüssels hier diesen Knopf betätigen, damit ihr dann hier diesen Stecker rausziehen könnt. Also ich hoffe mal, dass das mit dem Schlüssel so funktioniert. Weil nicht, wenn ihr auf dem Parkplatz steht, ladet euer Auto und da irgendjemand euch irgendwas nicht gönnt oder so, läuft dann einfach an eurem Auto vorbei und zieht dann den Stecker. Das ist so nicht möglich. Das war aber auch mal irgendwo Thema, habe ich gehört, dass bei manchen Autos kannst du einfach ziehen und bei manchen brauchst du irgendwie einen Schlüssel oder musst erst, keine Ahnung. Ja. Was auch sehr großes Thema war bei Elektrofahrzeugen, war ja immer die Front und mit dem Grill. Dass man bei Elektrofahrzeugen gar keinen Grill mehr braucht, man könnte das dann quasi alles verschließen. Allerdings bei diesem Modell ist das so, dass die Akkus, die übrigens 700 Kilo schwer sind, wassergekühlt sind mit 22 Liter Kühlflüssigkeit, die durch 40 Meter Leitung laufen. Hier nochmal Kühlung, oder hier ist wahrscheinlich ein Kühler vorne drin verbaut. Ich habe vorhin schon mal reingeguckt, man sieht den Kühler. Und jetzt sind auch gerade diese Lamellen auf. Da sind nämlich zusätzlich vorne nochmal so Plastiklamellen drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Jetzt fahren sie gerade zu. Hörst du es? Ich gehe mal davon aus, dass das dafür da ist, um die perfekte Kühlung einstellen zu können. Das haben wir früher schon in der DDR bei unseren alten Trabants gemacht. Wenn es draußen bitterkalt war, hat man vorne einfach so eine Pappe vor die Kühler gestellt, damit er nicht so viel Wind durchpfeifen konnte. Und der Innenraum ist dann natürlich dadurch deutlich wärmer geworden. Und ich gehe mal davon aus, dass die mit diesen Lamellen die Kühlung variieren können. Ja, dann ist auch eine Besonderheit. An der Bremse haben sie auch was geändert. Wir haben ja hier zwischen Bremsscheibe und Bremsbacken immer so ein bestimmtes Spiel, sage ich mal so. Im normalen Fahrbetrieb, bei etwas älteren Modellen, kann natürlich so ein Sattel auch mal ein bisschen hängen. Und das heißt, dass dann der Belag immer so leicht an der Bremsscheibe schleift. Und bei diesen Modellen haben sie diesen Abstand deutlich vergrößert vom Bremsbelag zur Bremsscheibe, dass da wirklich keine Reibung entstehen kann beim normalen Fahrbetrieb und wir dadurch keinen Leistungsverlust oder Energieverlust haben. Ja, was gibt's sonst noch? Ich habe mir hier auch mal so einen kleinen Schmierzettel geschrieben mit so ein paar Eckdaten, die hier vielleicht wichtig sein könnten. Gell? Ist ja noch kein Schlaumeier vom Himmel gefallen. Wir haben hier eine Leistung von 300 kW, also ich bin absolut kein Strommann. Ich kann damit absolut nichts anfangen, deswegen haben wir das mal umgerechnet. Das sind 408 PS mit 664 Newtonmetern. Dann ist das Ding angetrieben mit Allrad, mit einem Elektromotor pro Achse.
Im normalen Fahrbetrieb wird allerdings nur die Hinterachse angetrieben. Ich gehe mal davon aus, wenn es dann ins richtige Ballern geht, wird dann der vordere Motor dazugeschaltet. Dann haben wir mit dem Teil eine Reichweite von 446 Kilometern. Im Leben nicht. Wir haben jetzt das Teil auch mal voll geladen, oder Fabian hat es vorhin drangehangen. Und das Teil war dann 100% voll geladen. Ja, 80. 80% ist uns dann im Nachhinein erst aufgefallen, weil wir haben uns so gedacht, im Netz steht überall 446 Kilometer Reichweite. Und das Teil hat dann aber nur angezeigt, aber wohin hatte ich ja die vorne, die, ach hier ist die Reichweite, 211 Kilometer. Obwohl das Ding eigentlich angezeigt hat, dass es voll geladen ist. Aber wir können hier in unserem Ladetool quasi so einstellen, dass das Teil, wenn man es im täglichen Gebrauch hat und wirklich immer eine Kurzstrecke fährt, immer nur 80% voll lädt. Das schont nämlich auf lange Sicht die Akkus. Und wenn wir das Teil jetzt auf 100% vollladen würden, das können wir nämlich hier auch irgendwie einstellen. Irgendwie. Hast du das nicht rübergezogen vorhin einfach? Nee, ich glaube, ich habe nur drauf gedrückt. Ah genau, hier können wir das jetzt einstellen. Da können wir es auf 100% rüberziehen und hätten dann theoretisch eine Reichweite von 446 Kilometer. Das Teil hat ja vorhin aufgehört zu laden und hat gesagt, dass es voll ist. Das heißt, wir, um es jetzt wirklich 100% zu laden, müssten wir jetzt nochmal eine Stunde zusätzlich laden, um das Ding wirklich richtig voll zu knacken. Aber gibt es bestimmt auch irgendwelche Kniffe, dass das immer 100% lädt? Ja, das kann man schon so einstellen, dass das immer 100% lädt. Was wir jetzt auf jeden Fall nicht testen können, ist wirklich die Reichweite zu testen, weil wir persönlich ein bisschen Schiss haben. Ich will jetzt nicht 446 Kilometer irgendwo hinballern, in der Hoffnung, dass da nicht irgendwo eine Ladesäule ist oder keine Ladesäule ist. Zudem haben wir einfach nicht die Zeit, jetzt 446 Kilometer zu fahren, Fabian. Ne? Und wir sind halt auch örtlich ein bisschen scheiße gelegen. Ja. Und zudem glaube ich auch nicht, dass das Teil wirklich 446 Kilometer fährt. Also die Kollegen von Audi, die das Auto zum Beispiel hergebracht haben und so, die sagen so, um die 300 noch was Kilometer ist realistisch, aber dann hört der Spaß auch schon auf. Ich weiß nicht, da musst du wahrscheinlich der super effizienteste Typ überhaupt sein und musst hier mit Schweißperlen auf der Stirn umherfahren. Nicht, dass ich jetzt einmal zu viel bremse oder zu viel beschleunige oder sonst irgendwas, dann würdest du wahrscheinlich die Reichweite hinkriegen. Nur ist das ja nicht Sinn der Sache, ne? Hier total angespannt und ökonomisch zu fahren. Deswegen werden wir das Teil mal testen und werden das Ding auch mal richtig rannehmen und mal gucken, wie am Ende des Tages die Reichweite da noch steht. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Innenraum machen wir nachher ein bisschen, wenn wir fahren, würde ich sagen. Aber äußerlich gibt es dazu nicht mehr so viel zu erklären. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal rein und drehen mal eine Runde, Fabi. Mhm. Halt, stopp! Halt, stopp! Eine Besonderheit gibt es allerdings noch, hat das Teil hier gerade nicht aufgrund der Ausstattung. Das Teil gibt es auch noch mit Digital Matrix LED Light. Heißt, wir haben hier vorne im Scheinwerfer dann 1,2 Millionen kleine Spiegel, die auf eine Platine aufgelötet sind und sich da bewegen können. Ähnlich wie bei einem Beamer. Und wir können dann quasi, falls wir jetzt irgendwo vor der Hauswand stehen, uns da kleine Schwarz-Weiß-Filme an die Hauswand projizieren. Als auch auf den Fußboden, also das kann man dann alles einstellen. Und die können, sind dann auch fahrbahnabhängig, wenn du auf der Autobahn fährst, können die dir eine gewisse Fahrbahn ausleuchten. Ausleuchten, ja. Wenn du dem Teil signalisierst, okay, ich fahre jetzt auf der Überholspur, will jetzt auf die mittlere Spur wechseln, ich gehe mal davon aus anhand des Blinkersignals, ne, leuchtet das Teil dann schon die komplette mittlere Spur aus, wo du hinfährst, obwohl du ja noch gar nicht auf der mittleren Spur bist. So ist richtig, ne? Auch, ja. Ja, das war's jetzt aber. Einsteigen, losfahren. Einmal bitte in die Hände klatschen. Einmal bitte. So, angeschnallt sind wir. Fenster hoch. Ist der Fenstermotor lauter als das Auto, oder? Check, check, check. Einmal auf D bitte. Und los geht das, Peter. Ja, beim Autofahren die Geräusche vom Lenkrad. Mehr als alles andere. Ja, was natürlich für so junge Kids für uns erstmal interessant ist, wie denn eigentlich so eine Beschleunigung ist, gell? In so einem Teil. Deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal auf eine schöne Landstraße und gucken mal, was da so geht. Laut Angaben in 5,7 Sekunden von 0 auf 100. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt eh keinen großen Plan, wo wir hinfahren, Fabian, ne? Mhm. Fahren wir mal zu Cornelius und holen mal unser Zeitenmessgerät und gucken mal, ob das dann auch wirklich so hinhaut mit den Angaben von Audi. Was ich jetzt schon mal so sagen kann, dass es jetzt gar nicht mal so ungewohnt ist von den Fahrgeräuschen her. Also man hört ja wirklich im normalen Auto auch so den Reifenabrieb oder das Rollen des Reifens. Und hier haben sie ja so eine kleine Akustik eingebaut, so ein leichtes Pfeifen, wenn du beschleunigst.
wie das halt ein Elektroauto so macht. Ist übrigens Pflicht bei Fahrzeugen oder Elektrofahrzeugen, die müssen das machen bis zu 50 oder 60 km/h. Hat was mit dem Fußgängerschutz zu tun in Städten oder in Dörfern, damit die das dann wirklich hören und wahrnehmen. Und das hört sich eigentlich so ein bisschen an, als wenn das hier ein Automatiktriebe wäre und der Wandler hier seine ganzen normalen Geräusche machen würde. Also hört sich gegenüber eines Verbrennermotors gar nicht mal so anders an, muss ich sagen. Ja, was man auch sagen muss, dass wir hier in dem Auto sehr viel Unterstützung haben. Kommt jetzt, ist dem Elektroauto jetzt zwar nicht geschuldet, hat Audi in seinen normalen Fahrzeugen auch. Allerdings ist es natürlich Geschmackssache, sich hier dauernd zu ins Lenkrad greifen lassen zu müssen oder sonst irgendwelche Hilfsassistenten hat, gell? Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob man das ausschalten kann. Allerdings ist das schon teilweise extrem nervig, wie ich finde, weil wenn ich Auto fahren will, will ich Auto fahren und will nicht, dass mir jemand den Abstand bahnt oder mir ins Lenkrad greift und das Teil hier von alleine lenkt. Oder. Zudem haben wir hier eine Energierückgewinnung über die Bremse. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel, dass wir hier so Schaltpedals haben und darüber können wir jetzt nicht schalten, weil wir haben hier ein Einstufengetriebe, das heißt, wir haben hier keine Gänge, die wir durchschalten können, das läuft alles in einem Modus ab. Allerdings können wir hier die Wahrnehmung der Energierückgewinnung einstellen. Das heißt, wir können das jetzt stärker stellen oder niedriger stellen. Das habe ich zum Beispiel das erste Mal gemerkt, wo ich mit dem Teil jetzt so einen leichten Küppel runtergefahren bin und habe die Bremse leicht angetippt. Und beim normalen Fahrzeug, wenn man jetzt von der Bremse runtergeht, macht die natürlich sofort frei die Bremse und lässt dich ganz normal in der Geschwindigkeit weiterrollen. Hier allerdings merkt man jetzt gerade, jetzt bremst er gerade ein bisschen runter, ohne dass ich was mache. Wahrscheinlich, weil er auch erkennt, dass ich gerade eine Ortschaft reinfahre. Und macht da drüber die Energierückgewinnung über die Bremse. Ja, und an diesen Pedalen allein kann man wirklich nur einstellen, wie krass man das empfindet. Hat jetzt nichts mit der Einspeisung zu tun, also da speist dann immer genauso viel Energie rein. Allerdings kommt halt die Wahrnehmung darüber viel krasser rüber. Kann man übrigens auch ausstellen, dass man das gar nicht merkt. Das heißt, wenn ich von der Bremse runtergehe, dass das Ding dann trotzdem ganz normal weiterrollt. So, wir halten hier mal kurz an. Testen mal die Beschleunigung bei dem Teil. Ich weiß gar nicht, gibt es hier so eine Art Funktion wie Launch Control oder so? Ich denke nicht. Ich drehe mal die Bremse und gebe mal Gas. Ja, ist schon krass. Allerdings nicht so krass wie beim Tesla, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings, das Boot wiegt auch, wie schon erwähnt, 2,5 Tonnen. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Aber ich glaube, das hat so eine Launch-Funktion. Weil ich habe das nämlich gestern schon mal einfach mit Durchtreten gestartet und das war, glaube ich, nicht so krass. Ihr könnt es ja nochmal testen schnell. So, jetzt nochmal ohne Bremse drehen und einfach nur Vollgas. Ja, ist dasselbe. Doch. Ah, der hat schon ein bisschen gebraucht, finde ich, oder? Warte mal. Nochmal mit Bremse. Weil der steigt da hier gleich auf 50%. Jawohl, schon gleich, ne? Es hört sich wirklich schon voll abgespaced an, wenn dieses Elektrogeräusch da so hoch summt. Und du merkst halt auch die Geschwindigkeit nicht, gell, im Ding. Fabian hat gestern gesagt, ja, ich hätte es mir schon krasser vorgestellt. Also im ersten Moment ist es schon krass, wie das Ding losgeht. Allerdings, wenn du das Ding wirklich mal so eine halbe Stunde fährst und hast dich dann mittlerweile dran gewöhnt, ist es eigentlich gar nicht mehr so krass. Also nicht zu vergleichen mit einem Tesla oder mit einem Porsche Taycan. Ja, jetzt kann man hier auch noch mal schön die Displays in den Türen sehen. Und wie man sieht, ist das halt das Bild, was man jetzt wirklich wahrnimmt, wirklich in dieser Stellung, also in Fahrtrichtung. Wenn ich nicht gerade die Hand davor halten würde. Und man sieht jetzt wirklich das, was man jetzt hier außen im Außenspiegel eigentlich sehen würde. Allerdings ist es schon so eine leichte Art von Umdenken, finde ich. Was auch ziemlich cool ist, ist, dass man das hier über Touch quasi verstellen kann, wie halt so einen richtigen Außenspiegel zu verstellen, kann man das jetzt hier quasi auch verstellen. Ja, man sieht es nicht. Was auch eine sehr coole Funktion ist, die Kameras nehmen natürlich außen alles wahr. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo parken würden und die Kamera außen erkennt, dass ein Fahrradfahrer jetzt zum Beispiel an uns vorbeifahren will, sperrt das Teil hier quasi die Tür. Also sobald hier ein Fahrradfahrer vorbeifährt, bleibt die Tür verriegelt, also ich kriege die Tür gar nicht auf. Dann blinkt dann hier so ein gelber Kreis um den Display rundherum und die Tür geht nicht auf. Die Tür geht dann erst wieder auf, wenn der Fahrradfahrer schon an uns vorbeigefahren ist. Nicht schlecht. Ich meine,
kommt wahrscheinlich in den seltensten Fällen vor, dass man mal die Tür aufmacht, gerade wenn ein Fahrradfahrer vorbeifährt. Ja, wahrscheinlich aber nicht im Fahrradfahrer teilweise, sondern vielleicht auch Personen in Fahrzeuge. Oder Fahrzeuge. Kleine und große Vögel, Kinder mit Bollerwagen, große Katzen. Ja. Und. Halt bewegliche Objekte, die vorbeilaufen, fahren, fliegen, wie auch immer. So, jetzt sind wir gleich beim Cornelius angekommen. Dann gucken wir mal, ob der Kollege daheim ist und holen mal unser Zeitmessgerät. Das sieht gar nicht gut aus da hier. Du hast nicht gefragt vorher. Der hat gesagt, der ist um 2 Uhr zu Hause. Naja, da rufen wir den Kollegen mal schnell an. Ja? Hallo Cornelius. Ja. Im Mastenraum? Ja. Bist du da noch ein bisschen? Dann bis gleich. Ja, Fabian, da haben wir am nächsten Ziel, würde ich sagen. So, Ladies and Gentlemen, wir haben mittlerweile unser Gerät bei Cornelius geholt. Und jetzt gucken wir mal, ob er auch hält, was er verspricht. 0 auf 100 in 5,7 Sekunden. Mal schnell hier das Gerät einstellen. Speed 0,100. Und Action. Alter, 5,3 Sekunden. Besser wie die Werksangabe. Das war Werk. Hä? Das war Werk. 5,7 Sekunden. Aber die haben das wahrscheinlich mit einem normalen Menschen gemessen damals, Fabian, oder? Und nicht mit so zwei Schmallinsen wie... Naja, vielleicht war auch damals der Tank voll, weißt du jetzt nicht. Tank voll? Das kann natürlich sein. Mit vollem Tank. Übelstes Scheißwetter heute. Alles neblig und es regnet. Wahnsinn. So, jetzt nochmal was zum Fahrverhalten von dem Teil. Wir haben uns natürlich auch schon diverse Videos auf YouTube reingezogen, wie andere Leute so einen Teil testfahren. Die haben bemängelt, dass das Fahrzeug aufgrund seines Gewichts von 2,5 Tonnen ziemlich träge wäre, oder man würde merken, dass das Fahrzeug extrem schwer ist. Muss ich aber allerdings das Gegenteil behaupten. Also das Ding ist wirklich super agil, fährt durch jede Kurve wie ein Messer. Und ich finde auch, man merkt die Trägheit nicht an. Durch den Elektroantrieb gerade gehst du aufs Gas und das Ding schießt los. Also ich habe eher so das Gefühl, ich sitze hier in einem kleinen Opel Corsa mit ganz viel Leistung. Aber das Empfinden von Menschen ist sowieso immer unterschiedlich. Fabian zum Beispiel findet, dass das Teil hier schon in den Kurven relativ stark ausschwenkt und man merkt die Masse von dem Fahrzeug. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass es bei dir so der Fall ist, dass du das nicht gewöhnt bist, weil dein Daily Driver als auch dein Porsche ist relativ sehr tief und die haben auch wenig Federweg. Ja, aber das ist ja genau das, was... Und ich glaube, du nimmst diesen Federweg, weil das Ding so eintaucht hier in der Kurve, weißt du? Das ist ja genau das, was es ausmacht. Dieses schwere und Buchtige kommt halt dadurch, dass es nun mal kein tiefer Dreier Gold ist. Ja, also, aber das ist halt, das nennt man halt Fahrwerk, Fabian. Das ist das, was du nicht hast und ich auch nicht habe. Ja, aber das ist ja die Aussage dahinter, dass es sehr träge und schwer wirkt. Und du sagst, wollen wir diskutieren eigentlich, oder? Also mein persönliches Empfinden ist, dass das Teil sich wirklich super fährt. Nicht so schwer ist. Also es ist schon schwer, aber es fühlt sich für mich nicht so an. Und es fährt sich wirklich Sahne, das Teil. Also das macht richtig Bock. Gerade mit dem Schwerpunkt, die Batterien, hat der Fabian auch schon gesagt, sind halt unten im Fahrzeug verbaut. Ist der Schwerpunkt ziemlich tief. Und das Ding liegt wirklich auf der Straße wie ein Brett. Siehst du, jetzt versucht er mich hier schon wieder ins Lenkrad reinzugreifen. Das mag ich nicht so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren jetzt nochmal zurück in die Halle, zeigen euch hier drin nochmal ein paar Feature. Und dann geht's gleich weiter. So, was machst du jetzt, wenn es viel zu hell ist? Weiß ich nicht, das erklärst du mir jetzt kurz. Aber müssen wir ja nicht machen, weil es ist ja, wir sind ja jetzt im Innenraum, da ist ja wieder dunkel. So, Ladies and Gentlemen, zurück in den heiligen Hallen. Erklärt euch der Fabian jetzt hier nochmal kurz die Innenraum-Feature von dem Gerät. Genau. Ich mach das jetzt, weil es ja anders nicht hingekriegt. Um euch das zu zeigen, muss man das Ding erstmal anmachen. Ne? Schöne Musik. So, also Audi-typisch, alles sehr hochwertig und edel. Klavierlack schwarz. Ja, auch hier schön Alcantara und mit den ganzen LED-Streifen, die du auch hier alle richtig schön in einer anderen Farbe beleuchten kannst, wenn du im Hauptmenü bist. Gehst auf das Fahrzeug, Licht und Sicht. Die Musik ein bisschen leise. Kannst hier halt wirklich schön rumspielen mit irgendwelchen verschiedenen Farben. Kannst es auch selber individuell machen. Du kannst die ganzen Flächen in einer anderen Farbe machen. Die ganzen Streifen, die irgendwo drin sind. Also kann ich jetzt hier blau machen und hier orange oder was? Könntest du machen, ja. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Dann kannst du natürlich auch diesen ganzen Farbmodis hin und her wechseln. Aktuell sind wir in Allroad drin, sind aber die ganze Zeit zum Beispiel auf Dynamic gefahren. Dann senkt er sich quasi automatisch ab. Ist das scharf, ja alles?
Ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen scharf ist. Ja, aber ansonsten auch hier, was ich zum Beispiel sehnlichst vermisst habe gestern, bis wir es gefunden haben, ist zum Beispiel das Induktivladegerät, weil ich gedacht habe, naja, für so ein Auto in dem Baujahr sollte das eigentlich Standard sein. Preissegment. Ja, bis wir es dann gefunden haben, da gibt es so eine geile, schöne Klappe. Da kannst du das Handy quasi flach zur Seite hin dran stellen und dann müsste das laden, wenn man es hier sieht. Ja, aber ansonsten, ich glaube, wir sind es nicht gewohnt in deinem Auto oder in meinem Auto. Das ist einfach nur ein Lenkrad mit einer Hupe und hier kannst du halt echt alles einstellen, machen und tun. Was für manche Leute wahrscheinlich normal ist, aber für uns nicht so. Aber wie gesagt, hast drei Bildschirme, hast alles schön im Blick. Kannst auch hier, wenn du dein Fahrzeug lädst, gibt es bestimmt noch eine App, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ansonsten, Audi macht eine App, kannst du den Ladestatus beobachten, sind gerade bei 67%. Der lädt nämlich gerade hier, der Kollege, eine Steckdose. Und ja, siehst du hier schön, wie lange das Auto noch lädt, bis es vollgeladen ist. Was wir auch vorhin erwähnt haben, zwischen diesen vollen 100% und diese eingestellten, was waren es, 80%, um die Batterie zu sparen, da kannst du auch hin und her variieren. Ja. Ansonsten Spiegel haben wir schon gezeigt. Spiegel haben wir schon gezeigt, ja. Hier, Kameraspiegel da. Ja, im Endeffekt ist alles sehr hochwertig, alles schön schwarz, Alcantara. Fabian hat auch so einen kleinen Tick. Übrigens, das ist dem Auto hier negativ anzurechnen. Fabian läuft hier jeden Abend durch die Halle, zieht hier bei sämtlichsten Geräten die Steckdosen raus, die Stecker aus den Steckdosen raus, macht hier überall das Licht fünfmal aus, guckt, ob alles fünfmal zugeschlossen ist. Und genauso macht er das natürlich bei seinem Auto auch. Er schließt immer täglich sein Auto zu und das hast du hier gestern Abend auch probiert, Fabian, gell? Genau, wo war das Problem? Ist, wenn du einen Schlüssel in der Hand hast und das Auto zuschließt, willst du aber nochmal kontrollieren, ob alles zu ist, schließt er sich automatisch immer wieder auf. Das heißt, für so einen Menschen wie ich, weiß nicht, ob man es Zwangsneurosen nennt oder nicht, muss man erst den Schlüssel reinbringen und dann geht man raus ins Auto und guckt nochmal, ob es zu ist. Also ich kann das gar nicht. Wenn das Auto zu ist, will ich das kontrollieren können und dann gehe ich. Ja. Und dann gibt es hier noch ein schönes Panoramadach. Ja. Das macht man übrigens elektrischer. Wir haben das schon mal eben gedreht mit Johannes. Und der Johannes ist ein Kind der 80er Jahre und er hat es eben versucht mit der Hand zu öffnen. Aber das Schiebedach zum Beispiel geht auch nur zur Hälfte auf. Also, aber trotzdem. In diesem Sinne. Ansonsten ist das relativ, ich glaube, dem Zeitalter entsprechend. Sagt man das so? Ja. Ja, Fabian, dann gehen wir nochmal raus. Da will ich auch noch zwei Worte zum Schluss zu dem Fahrzeug sagen. Und dann warst du schon wieder für heute. Ja, Fabian, was sagen wir denn zu einem Elektrofahrzeug? Was hältst du denn davon? Du würdest es fahren. Ich würde es auf jeden Fall fahren. Stress. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von so einem Teil. Was mich allerdings stört und was wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile anhalten wird, ist diese Reichweite von so Autos. Obwohl man hier sagen muss, mit diesem Schnellladegerät soll wohl der Akku zu 80% innerhalb von 30 Minuten geladen sein. Also wenn das stimmen sollte oder wenn das wirklich funktioniert, ist das wirklich schon mal eine Hausnummer. Woran in Zukunft natürlich gearbeitet werden muss, ist: Ich fahre eine Tankstelle rein, halte mich da 2 Minuten auf und dann muss das Ding voll sein. Da muss halt irgendwas entwickelt werden, wie zum Beispiel austauschbare Energiebündel, keine Ahnung, hier wie in der Atomwissenschaft, wo du hier einmal klickst und drehst und hier so einen Uranstab rausziehst oder so. Also da muss halt die Energie, um weiterzufahren, müsste halt innerhalb von Sekunden gewährleistet sein, dass sie da ist. Das funktioniert bis jetzt halt noch nicht. Was ich allerdings sehr schade finde. Ansonsten finde ich sowas extrem interessant. Vor allen Dingen macht sowas extrem viel Spaß. Ich persönlich wäre sogar ein Freund, ich würde mir jetzt selber sogar ein Elektrofahrzeug zulegen. Allerdings nicht in dieser Preisklasse, weil 84.000 Euro für so ein Elektroauto ist schon ein bisschen happig. Ich habe aber allerdings schon mal vor längerer Zeit nach so einem schönen Renault Twizy oder wie die Teile heißen geguckt. Das ist so ein Zweisitzer, Fabian. Ja, wäre perfekt alles für mich klar, und dich. Ich bin raus. Nee, so ein Ding finde ich echt mega cool, elektrisch. Wir haben jetzt zwischen der Firma hier, meinem Zuhause oder der Firma, wo ich noch arbeite, immer nur so einen Unterschied von 5 Kilometern. Und da wäre so ein Elektrofahrzeug wirklich prädestiniert dafür, um schnell mal von A nach B zu düsen. Und du hast halt auch wirklich überall eine Steckdose und könntest das Ding dann anstöpseln. Also das wäre wirklich schon eine kluge Lösung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auf jeden Fall Fan von so einem Teil und würde mir oder in späterer Zukunft vielleicht auch mal sowas zulegen. Du auch? Vielleicht, ja. Vielleicht. Ja, Ladies and Gentlemen, das war unser kleines Video zum neuen Audi e-tron Sportsback. Schaltet bald wieder ein. Nächste Woche geht's weiter. Ciao.